Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, morgen geht's nach Eschwege und ich wollte heute Abend noch ein paar Sachen machen. Unter anderem muss ich noch ein Video hochladen, fertig schneiden und vorbereiten. Dann wollte ich noch ein paar Sachen machen und da dachte ich mir, dann nehme ich euch ein bisschen mit. Viel Spaß beim Video! Genau, die zwei, die liegen hier schon, aber die werde ich noch umziehen. Dahinter sitzt die süße Pia mit dem süßen neuen Auto, das ich geschenkt bekommen habe. Danke, wollte ich da nochmal sagen. Ich denke, du schaust das Video wahrscheinlich. Und deinen Namen sage ich jetzt besser nicht, weil das weiß ich jetzt nicht, ob ich das darf. Genau, und ich wollte uns jetzt erstmal noch was zum Essen vorbereiten. Und zwar machen wir da, ich mache mir so Mini-Pizzas zu mitnehmen. Genau. Da gehen wir jetzt mal in die Küche. Okay, weil ich mache jetzt hier noch schnell den Pizzateig. Wir brauchen da, also das ist ein ganz einfacher Teig mit Mehl. Mal gucken, ob ich noch Mehl habe. Ich habe nicht mehr genug Weizenmehl. Jetzt schauen wir mal. Ist ja noch ein Löffel drin, für was brauche ich einen zweiten Löffel? Okay, jetzt kommt jemand, wartet mal. Okay, dann geht es jetzt weiter. Jetzt schauen wir mal, wie viel Mehl da noch drin ist. Blub. Dann machen wir jetzt nicht mit 500 Gramm, wir machen es nur mit 250 Gramm. Dann fülle ich das jetzt einfach mit dem viel Mehl auf. Nicht so schlimm. Wird schon gehen. Wir nehmen noch Brot mit. Gemischt geht, ich glaube, ganz pur ist das nicht immer so schön geworden. So. Da müssen wir jetzt rein tun. Ein bisschen Salz, ein bisschen Hefe. Und zwar habe ich Trockenhefe ungefähr. So. Ich muss glaube noch ein bisschen rein. So. Ich stelle die auf die Seite, dann muss noch ein bisschen Salz rein. Wenn ihr das halt mit Trockenhefe macht, müsst ihr ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Ich gehe jetzt auch immer hin. Ich mache Oregano mit rein. Einfach deshalb, das schmeckt cooler. Ja, hat so getrocknete Oregano, das tut's. Gibt schon ein bisschen Aroma im Teig. Was muss man jetzt noch reinmachen? Jetzt muss, glaube ich, nur noch Salz, ein bisschen Olivenöl. Aber erst brauchen wir 175 Gramm Wasser, mache ich immer rein. Also ich misse alles in Gramm ab. Wahrscheinlich bedingt durch den Thermomix. Aber den nehme ich jetzt gerade nicht. Hätte ich keine Lust zu spülen. Bin manchmal sehr voll. Und noch ein bisschen Olivenöl. Da haben wir gerade ein original italienisches Olivenöl. Ungefähr 30 Gramm. So. Genau. Und dann rühre ich das immer mit einem
was für, wie mache ich das jetzt? Also ich schaue das mit dem Kochlöffel einfach um und dann nehme ich nachher die Teigkarte dazu. Aber jetzt erstmal so, jetzt muss man einfach das wegnehmen. Und dann muss das sowieso erstmal gehen und dann müssen wir erstmal anderen Sachen herrichten. So, ich muss das jetzt hier hinstellen. Einfach deshalb, weil auf dem Herd das nicht so gut geht. Das Licht ist jetzt halt immer so gut. Ja, ich werde den jetzt fertig rühren und dann zeige ich euch dann das Ergebnis. Und der Teig ist vorbereitet. Das heißt, es kann jetzt weitergehen. Ich werde jetzt hier schnell alles wegräumen. Dann kann der in die Ruhe gehen und dann nehme ich euch gleich weiter mit. So, im Moment heize ich gerade meinen Zeltopf auf und dann zeige ich euch gleich, wie man da drin Pizza macht. Jetzt müssen wir nur noch auf das Piep warten und dann kann es dann gleich losgehen. Genau. Und jetzt ist der aufgeheizt und dann kann ich das Ganze umdrehen. Ich kann das also jetzt abnehmen, dann das umdrehen. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ich stelle das jetzt nur auf die Seite. Theoretisch kann man den Topf jetzt reinstellen, ich bin aber auf dem Herd, deshalb bewege ich das jetzt so und so. Jetzt gehe ich hin, lege meine Pizza einfach rein. So zwei Stücke kann ich nebeneinander legen. Ah, jetzt bin ich nur zu langsam, glaube ich. Ich habe das noch nie gemacht. Also, ich habe 100 Mal zugesehen. Ich habe die Tomate. Ich glaube, ihr seht mich nicht mehr. Die schneide ich jetzt in dünne Scheiben. Ich lege jeweils eine Scheibe drauf. Das seht ihr jetzt wieder. Bisschen Salz. Also beide Sachen. Finde ich witzig. Und ich mache dann noch etwas italienisches Nudelgewürz drüber. Okay, und dann noch etwas Käse. Und dann geht man hin, nimmt die Herdplatte, dreht sie oben drauf. Das piept dann etwas, also es beschwert sich. Und dann netzert. Jetzt schaue ich gerade, ich glaube, man braucht Stufe 2. Ne, man braucht sogar Stufe 3. Da muss man hier am Rad so drehen und dann ganz hoch. Ihr seht das hier nicht an der Seite. Hier. Jetzt seht ihr auch mein Brett für die Tomaten. So. Jetzt gucke ich auf die Uhr, das geht jetzt ungefähr 2 Minuten. Dann ist es fertig sein. Ich bin mal gespannt. Schneiden wir noch die Tomate, die große. Schaut mal, seht ihr das? Riesig, oder? Riesige Tomate. Ich finde, das sind die besten. Die haben wenigstens am wenigsten Kerngehäuse. Ja. Dann habe ich hier den Käse.
den da jetzt einfach raus. Ich habe nicht mehr so viel da. So. Dann hole ich noch den Tupper, wo ich dann reinkomme, weil das soll ja für morgen sein, ne? Oh, das dampft ganz schön. Hier an der Seite, Wahnsinn. Müssen wir gleich mal umdrehen und gucken. Das ist schon fertig. Okay, jetzt bin ich etwas stutzig. Jetzt piept das Gerät wieder, das piept immer. Nicht wundern. Seht ihr, wie cool? Von unten. Perfekt. Kann das euch jetzt nur schwer zeigen. Und so mache ich das jetzt ein paar Mal. Ja. Das piept jetzt, das lassen wir piepen. Muss ich meinen Teig nehmen. Jetzt müsste mal fertig sein. Jetzt mache ich die Platte aus. Ich stecke sie auch direkt aus. Und dann zeige ich euch die letzten. Und jetzt ging das vielleicht gerade mal insgesamt 20 Minuten in der Schabe. Ich muss mal zählen, das sind jetzt irgendwie 3. Also eigentlich sollte es 3 sein, sieht aus wie 2. Und da hinten 2 habe ich schon gegessen und nochmal 6 Stück. Ja. Ich finde, für das die Zeit ist das voll cool. Ich werde das jetzt abkühlen lassen. Nur eben nicht im Topf, weil ich weiß nicht, ob das gut ist. Also in dem Sinne, dass es dann auch abkühlt, weil ich will das ja nachher noch einpacken. Ich will ja nicht morgen früh das noch alles richten müssen. Okay. Das lasse ich jetzt hier alles mal erkalten. Wie man das so sagt. Dann kann ich das nachher weiterputzen. Jetzt werden wir mal als nächstes die kleinen, also die Wickeltasche packen und so Zeug. Genau, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. So, Pia, möchtest du mir helfen? Hä? Ja, ich habe jetzt hier meine Tasche. Ich räume sie aber jetzt erstmal noch ein bisschen aus, weil da ist noch ja von letzten Mal was drin. Vorne die Wickelunterlage, die lasse ich auch wie immer drin. Da ist ja die Tasche hier drin. Die tue ich jetzt mal raus. Der Kamm brauche ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, brauche ich den nicht. Ich glaube, ich nehme den anderen Kamm mit. Da ist eine Wasserflasche drin. Eine Flasche mit Wasser. Ja, was nehme ich mit? Ich bin jetzt am Überlegen. Jedenfalls, ich nehme auf jeden Fall eine zweite Windel für Elias mit. Eine Stoffwindel. Und dann nehme ich 2 kleine Windeln mit. Weil ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich mir ein neues Baby, vielleicht auch nicht. Und für den Fall der Fälle wollte ich jetzt 2 Pampers mitnehmen. Das ist die zweite hin. Ich hatte noch eine zweite hergerichtet. Oder auch nicht. In dem Fall nur eine hergerichtet. Ja, jedenfalls die wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich dachte, ich hätte eine zweite hergerichtet. Muss ich gerade mal schauen. Also hier ist auf jeden Fall mal nochmal eine. Aber die mag ich nicht, deshalb lasse ich die jetzt da. Ich nehme die noch mit. Also 2 Stoffwindeln. Eben vielleicht, wenn ich eine neue kaufe, dann bekommt die vielleicht so eine Windel an. Man weiß nie. Letztes Mal, wo ich die Emma gekauft hatte, sie hatte keine Windel an, was ich irgendwie etwas blöd fand. Keine
keine Ahnung. Obwohl sie ja keine braucht. Dann habe ich mir gedacht, ich nehme zwei Mützen mit. Einmal die blaue hier für den Elias und einmal diese rosane für die Emma. Die packe ich auf jeden Fall ein. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, was ist denn das hier? Okay. Das nehme ich eigentlich auch immer mit, einfach um meine Hände sauber machen zu können. Wobei ich das jetzt aber vorne reinpacke und die Wickel, wie nennt sie das, Wickelunterlage, stopfe ich hinten rein. Ah, ich habe hier auch noch einen Drehler drin, den kann ich also drinnen lassen. Jetzt ziehe ich hinter mir mal die, wie heißt das, die Schublade auf. Und ich habe mir gedacht, ich nehme auf jeden Fall mal noch zwei Socken mit als extra. Relativ egal welche. Einfach noch ein paar Socken. Und ja, mehr weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Ich wollte jetzt mal noch Bodies holen. Die hole ich mal schnell. Jetzt habe ich ein paar Minütchen länger gebraucht. Also Windeln nehme ich jetzt keine mehr mit. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, die H&M Bodies welche mitzunehmen. Oh Gott, überwichtig. Einmal den langarmigen. Und ich habe hier noch zwei kurzarmige. Ah ne, das ist noch ein anderer langarmiger, das ist gar keiner von H&M. Aber dann habe ich eine Auswahl. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, vielleicht kaufe ich dann neues gegen Reborn. Genau. Dann habe ich mir überlegt, was nie fehlen darf, sind so Westen. Einmal für ihn und einmal für sie. Was ich auch immer mitnehme, sind Halstücher. Und ein Spucktuch nehme ich auch noch mit. Das, den Rest, wo hinter mir liegt, nehme ich nicht mit. Aber ich nehme auf jeden Fall diese Flasche noch mit. Sowieso genug Platz. Und diese Flasche hier. Da brauche ich jetzt nur noch diesen komischen Deckel. Wie nennt sich der auch? Wie nennt sich der? Die Kappe oder so. Die zwei nehme ich mit. Das und hier habe ich ja so Fake-Mulchpulver drin. Aber ich glaube, dann reicht das auch. Was ich noch ganz süß finde, ist das hier. Packen wir das noch ein, oder? Stört ja niemand. So, dann wollte ich euch jetzt als nächstes zeigen. Jetzt stopfen wir das mal noch rein alles. Ich hole nämlich keine extra, das wissen die, wie sie dann tragen. Wenn ich das nehme, nehme ich Elias gar keinen mit, wenn er das eigentlich, ich ihm das gar nicht so oft gebe. Ich habe euch jetzt ein bisschen anders hin positioniert. Hinter mir muss ich mal die ganzen Sachen aus dem Weg schieben. Und zwar wollte ich noch zeigen, oh Gott, seht ihr, wie der Kinderwagen leuchtet? Furchtbar. Naja, es ist halt schon spät. Dem Elias ziehe ich das hier an. Seht ihr das? Also es ist eine Jeans-Latzhose. Ich finde die so goldig. Ich liebe die. Er wird dann eben noch eine Strumpfhose drunter bekommen, weil ich Angst habe bei den Latzhosen, dass die Farbe da weggeht. Und dann hat er so ein Richtung Hemdchen an. Und dann wollte ich auf jeden Fall noch die süßen Söckis anziehen. Die Emma bekommt das Kleidchen an, das sie letztes Jahr anhatte, als sie zu mir kam. Ich ziehe ihr dann einen weißen Langarmbody drunter. Sie bekommt auf jeden Fall dieses Söckchen die Strumpfhose an und dann weiß ich morgen noch nicht, ob ich ihr die Schüchen anziehe, was ich wahrscheinlich tue. Ich werde dann die hier noch mitnehmen. Vielleicht bekommt sie auch die an. Und ich bin am überlegen, ob ich hier das noch drüber ziehe, weil das ein bisschen Farbe reinbringt. Und dann ist es nicht so weiß. Ah ja, genau. Was ich jetzt auch noch mitnehmen wollte, das weiß ich jetzt noch nicht, was ich davon mitnehme. Also vielleicht das hier oder einer von den drei Hosen. Wahrscheinlich auf jeden Fall die Rosa, eine für die Emma. Aber da muss ich jetzt mal schauen, wie ich das mache. Das auf jeden Fall nicht. Okay. Dann werde ich das jetzt mal so weit herrichten und jetzt werde ich die zwei kleinen mal noch frisch machen. Dann nehme ich euch, glaube ich, auch noch kurz mit. Genau.
In dem Fall werde ich sie jetzt mal frisch machen. Also ich habe mir überlegt, ich wollte sie noch einmal kurz baden, weil ja, damit einfach der Staub weg ist. Wir wollen ja morgen schick sein, wir zwei, ne? Mit dem Elias zusammen. Ah, oh, die süßen Säcklis. Die süßen Säcklis. Süße Füßis. Richtig süße Füßis. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon... Ja, dieses Video habe ich schon 100 Mal gesagt, dass ich vielleicht ein Eschwege-Eis kaufen werde. Vielleicht auch nicht. Das weiß man nie, ne? Also wir haben uns auf jeden Fall so eingestellt auf meinen Mann, dass ich eventuell eins bekomme. Was ich auf jeden Fall euch verraten darf, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht habe, dass ich im Januar quasi noch ein neues bekomme. Aber ne, das verrate ich da mal noch nicht. Weil ich weiß jetzt auch noch nicht so genau. Ich weiß nicht mal, wie sie heißen soll dann, das neue Baby. Genau, das wollte ich jetzt machen. Ich wollte ja gerade mal schon die Haare anschauen. Ich liebe diese Haare, die sind aber total zerzottelt. Ich liebe diese Hände. Dieses Wackelige. Schön. So, ich hole sie am liebsten rum. So und rum. Und dann kann ich sie jetzt kurz baden. Da werde ich jetzt nur das Handy wegstellen. Genau. Dann seht ihr uns gleich wieder. Okay. Angezogen. Also habe ich habe sie noch nicht ganz fertig gemacht. Ich habe ihr nur die Hose, die Windel schon angezogen, weil ich im Moment keine Lust habe auf so komische Kommentare wie wie kannst du das Kind nackt zeigen und was weiß ich. Jetzt lassen wir das erstmal fürs Erste. Deshalb habe ich jetzt auch das Baden weggelassen, aber sonst wird das Video zu lang. So. So. Ja genau, ich habe für Januar das erste Mal mir ein Auftragsbaby geordert. Quasi nach meinen Wünschen, dass es so noch nicht gibt. Weil beim Elias war das ja so, ich wusste, wie er aussieht. Ich habe ihn zwar auch mehr oder weniger geordert, aber da war das schon klar. Füße raus. Haare gemacht. Genau, ich liebe diesen Kamm. Ich sag's euch nicht, nur so einen Kamm bei den weichen Babyhaaren. Sie bekommt jetzt eben, wie gesagt, Elias bekommt nachher auch so einen weißen Body an. Dann habe ich es morgen früh etwas leicht, aber ich wollte jetzt nicht über Nacht schon das Zeug an, also dieses Outfit anziehen. Wir haben ja morgen noch ein paar Minuten Zeit, um uns dann zu richten. So noch muss mir der mein Mann, mein Schatz helfen. Ich sehe gerade, Emma hat noch Wasser im Mund. Das muss da noch raus. Jetzt ist sauber. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut.
so süß, die Zunge. So süß, mein Dutzi. Ich bin so gespannt auf morgen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich war letztes Jahr schon so aufgeregt. Ich nehme die immer mit, aber ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, ich werde sie nicht mittragen, weil ich habe viel zu viel Angst, dass sie da vielleicht kaputt geht. Aber ich werde sie dann im Kinderwagen mitnehmen, dann, also wenn wir draußen ein bisschen rumfahren und so. Und ich werde sie dann vielleicht mal holen, auf den Arm nehmen oder so, das weiß ich alles noch nicht. Ihr seht das ja dann. Ich versuche das morgen dann alles zu filmen. Was ich euch noch zeigen wollte. Guckt mal, was ich bitte gefunden habe. Ist das nicht süß? Ein kleiner weißer Badeschwamm. Also die eine Seite ist mega weich. Die hier ist voll rau. Also die nehme ich nicht für die Emma. Nur ganz vorsichtig. Wie gesagt, jetzt kriegt sie einen kleinen Schlafi an. Und der Elias auch. Und dann zeige ich euch noch, wie ich das jetzt nachher alles vorbereitet habe für morgen früh. Denn wir müssen ja auch bald raus. Seht ihr das? Ja, er sieht uns ein bisschen. Ein bisschen. Mal gespannt. Okay, ich glaube, ich sage jetzt 100.000 Mal, ich bin mal gespannt. Ich hoffe vor allem, ich werde auch mal ein paar sehen. Weil letztes Jahr war ich ja leider erst am Sonntag oben. Jetzt müssen wir mal schauen. Eine kenne ich ja, die, mit der ich mich schon getroffen habe und die werde ich auf jeden Fall auch treffen. Ihr wollte ich auch nachher noch eine kurze Nachricht schreiben. Weil sie müsste schon oben sein. Ich muss sie mal fragen, ob ich erwähnen darf, wen ich meine. Genau. So. Emma ist fertig. Jetzt machen wir fliegender Wechsel mit dem Elias, ne? Emma kommt jetzt ins Bettchen. Also. Ja. Und dann mache ich weiter mit dem Elias gleich. Und weiter geht's mit dem Elias. Den werde ich jetzt natürlich nicht so baden wie immer, aber ich werde ihn auch kurz das Gesicht abwaschen mit einem Waschlappen. Lumpen, sage ich immer. Komm schon. Ich fange sogar schon an zu zittern. Das ist echt furchtbar. Wenn ich mich auf irgendetwas freue, dann bin ich immer voll aufgeregt. Ich kann danach bestimmt quasi nicht schlafen, das weiß ich jetzt schon. Seht ihr ihn überhaupt? Ja, ihr seht ihn, ne? Wo sind seine Haare? Hoffentlich kann man die machen. Wollte ich nur schnell mit dem Waschlumpen sein Gesicht. So, Gesicht ist gut. Haare wollte ich noch machen. Fächer ausgehangen.
bin mal so gespannt, wen die anderen so mitbringen. Ja. Tja, fertig. Anziehen wieder. Langarm. Ne, wir haben fast Winter. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ne, ich habe jetzt jemanden gefragt auf YouTube. Sie kann mir vielleicht mein Elias etwas nachfärben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier unten in der Lippe geht ein bisschen was ab. Voll komisch. Und ich finde, an den Fingerspitzen ist quasi auch keine Farbe mehr dran. Ja, und dann, ich möchte auch gern, dass er so eine raue Haut hat. Nicht mehr so glatt. Das bin ich ja auch nicht. Ja. Mal schauen, was sie morgen sagt. Und deshalb bin ich auch etwas müde. Genau, und dann vielleicht mit den Haaren. Naja, muss man mit ihr reden. Das hinten ist halt ein Desaster für mich. Also hier unten hat er zum Beispiel gar keine Haare mehr. Hier an der Stelle und hier halt auch nicht. Ja klar, weil er da liegt. Aber hier an der Seite hat er auch fast keine mehr. Ja, und vielleicht kann man das ja irgendwie nachrouten. Nee. Man muss verstehen, ich mag ihn einfach so sehr, er ist so knubbelig. Und auch recht beweglich, seitdem ich ihm die Bauchplatte weggemacht habe. Nee, kann man viel mehr Kugler machen. Okay, jetzt ziehen wir ihm mal den Strampli an. Und dann zeige ich euch gleich. Zwei halt Nacht schlafen, so wie immer halt. Ich muss noch ein bisschen aufräumen und dann zeige ich euch alles Hergerichtete. Und dann machen wir dann auch Schluss. Jetzt habe ich ja viel geredet. Was wollte ich eigentlich noch erzählen? Ich glaube, das war's. Ja, im Januar kommt ein neues. Bin mal gespannt, wann. Das weiß ich eben noch nicht so genau. Nur ungefähr Januar weiß ich. Ich hoffe natürlich Anfang Januar, am liebsten noch Ende Dezember. Aber wahrscheinlich nicht. Mal gucken, wie viel Glück ich habe. Habe ich eine gute Künstlerin rausgesucht oder nicht? Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich das hier falsch zusammenbaue. Habe ich jetzt richtig gemacht. Genau, jetzt hat Elias seinen süßen Schlafi an. Dann lassen wir ihm heute die Haare auch mal so, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann alles so weit hergerichtet habe. So, wir sind jetzt soweit. Die zwei liegen im Bett, hergerichtet für morgen. Und hier liegt alles hergerichtet zum Anziehen. Emma, Elias. Das werden sie nun anziehen. Und im Gang könnt ihr sehen, habe ich schon mal den Maxi-Cosi vorbereitet, die Tasche. Da sind die in Elias Mütze und noch zwei Jacken drin. Da sind die Schnuller jetzt doch drin, ich habe noch ein paar Schnuller mitgenommen. Und unten drin ist noch, wie nennt sich die nochmal? Die Babytage. Ich hoffe, ich kriege das morgen gebunden, aber ich glaube ich schon. Da ist die Wickeltasche. Genau, und dann sehen wir uns morgen. Viel Spaß beim zweiten Teil, und zwar in Eschwege.